einige Spiele nochmal verbessert. Dann mache ich das nochmal schnell. Und dann geht es auf jeden Fall wieder weiter. So. Was haben wir denn hier so schönes Piotr? Du hast dich zwar verbessert, naja gut. Ich weiß, du bist demotiviert, weil du in der zweiten Mannschaft bist. Allerdings sei doch froh, dass du wenigstens spielen darfst. Besser als die gesamte Rückrunde nur auf der Bank zu sitzen. Oder noch nicht mal auf der Bank zu sitzen. So, speichern. Hamburger SV. Also, wie seht ihr schon, das Spiel läuft jetzt so ein klein bisschen schneller, wenn ich jetzt mal so Sofortberechnung mache. Vielleicht auch mal nicht ganz so schlecht. Und Sofortberechnung war eine extra Option gegeben. Also, wenn sie gewinnen. Na gut. Aber wie alles, wie das ganze Selbstvertrauen einfach nur schlecht ist. So. Los kommt, Leute, wenigstens ein Sieg hier. Sowas muss auch möglich sein. Ja, ein Unentschieden. Okay, gut. Ein Unentschieden ist besser als gar nichts. Dafür, dass wir zwei Chancen hatten. Okay, gut. Damit sind wir raus. Nein, wir sind raus aus dem Pokémon. Minus 2 Millionen. Dann hauen wir das mal hier. So. So. Prämie für internationale Spiele. Okay, gut. Und jetzt gleich noch das nächste Spiel gegen Hannover hinterher. Ach Mann. Ah, so, ich mache jetzt hier auch nochmal schnell. Auch mal eine Sofortberechnung und dann das nächste Spiel dann auch wird dann wieder vernünftig gemacht. So. Teamtaktik. So, zusätzliche Siegprämie. 3000, Leute. Wenn ihr das jetzt nicht schafft, dann bin ich enttäuscht von euch. Ganz ehrlich. Und ja, wer geht jetzt? Joris Benat. Hat heißen wir auch nicht mitkommen. Und der Ramirez kommt für Seducator mit. So. Speichern. Hamburger SV wieder einmal. Ja, gut, ihr könnt das ja mit dem Speichern mittlerweile schon. Aber das ist ja bei mir eben halt der Standard. Und ja, gut. Wollen wir mal das Spiel starten? Oh, bitte, 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 bitte. Lass mich wenigstens einmal wieder gewinnen. Toll. Sehr gut. Ja, gut. Chancen. Team. Kritisieren. 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 Und kritisieren. Taktik, alles hochballern, was geht. Und dann gut Glück, Jungs, für die zweite. Ja, gut, 3-0. Ja, gut, wir sind 3-0 untergegangen gegen Mönchengladbach. Das läuft ja wieder richtig gut heute, die Aufnahme. Chancen 3 zu 5. Wir haben einen Schuss mal gerade aufs Tor raufgekriegt. Die haben 4, haben aber von diesen 4 Schüssen 3 Tore gemacht. Das ist auch wieder super. Und selbst die eingewechselten Spieler haben eine Note von 5,5 gekriegt. Okay, das ist echt mies, Leute. Das ist echt unter aller Sau. Oh, Bayern ist bereits frühzeitig Meister geworden. Wow. So. Ach, jetzt gibt es mal wieder eine Pause. Tja, dann können wir mal ein Freundschaftsspiel machen oder zwei. Ihr gegen RW Köln. Und auch nochmal ein Freundschaftsspiel gegen VfB Fassbeck. Vielleicht wird die Mannschaft dann ja mal wieder etwas besser. Oh, wieso ist der Mensch so viel auf. Hier, Fitness braucht kein Schwein. Die haben alle Fitness und sollen trotzdem noch Fitness lernen. So total dämlich, Leute. Jermaine Defoe. Da, okay.
Ich weiß, jetzt bekommen wir, es werden noch zwei Extraspiele wieder gemacht, allerdings. Na gut. Dauert das Ende der Saison nochmal um ein paar Tage länger. Aber vielleicht rafft sich die Mannschaft ja vielleicht nochmal zusammen in den zwei Spielen. Wie hat denn die zweite Mannschaft gespielt? Hat die zweite Mannschaft wenigstens ein Highlight-Ergebnis wie der gehabt? Ja, der zweite Sieg in Folge. Und 13-0 gegen den SV Babelsberg. Alexander Merkel, Henning Song und David Rosendahl. Damit, na gut, damit hat man gegen den 15. Platzierten gespielt und davor hat man gegen den 14. gespielt. Okay, gut. Aber es läuft ja wenigstens einigermaßen jetzt schon mal wieder bei der Mannschaft. Und Piotr wird auch so langsam wieder besser drauf. Er hat wenigstens zwei Vorlagen gemacht im letzten Spiel. Ja, Sören Bertram. Ist doch gut. Beschwer dich doch nicht immer über deinen Vertrag. So, da Spielerinfo. Und so, was haben wir denn hier so Schönes? Da konnte sich nicht wirklich verbessern irgendwo. Und hier haben wir jetzt wieder die zweite Mannschaft. Das ist mein Alexander Merkel jetzt wieder, der mir auffällt. Das ist einer der wichtigsten. Er holt sich die Mannschaft, wenn ich sage, ja, einigermaßen erholt sich die Mannschaft. Ach, Paulo Henrique hat sich nochmal verbessert. Wird ja mal Zeit, dass du dich auch mal verbesserst, Paulo. Und hier ist, na gut, hier mache ich jetzt nicht. Das ist mir wieder zu viel. Dennis Aogo hat sich verbessert. Alex Silva hat sich verbessert. Wolfgang Kessel hat sich verbessert. Bastian Reinhardt hat sich noch verbessert. So, und das Spiel werden wir jetzt mal wieder mal Textmodus spielen. Da wir das Spiel ja eigentlich nicht verlieren sollten. Wie gesagt, verlieren sollten. Wie schön, dass man trotz Siegprämie die Mannschaft so grottig schlecht gespielt hat, dass es eigentlich fast gar nicht geht. So, speichern unter. Und dann wollen wir auch jetzt mal wenigstens noch mal ein kleines Erfolgserlebnis wieder haben, damit vielleicht die ganze Mannschaft aufgepusht wird. Na los, Leute. Was Vernünftiges hier gegen RW Köln-Eil sehen. Ja, gut. 10 Minuten gespielt. Sehr gut, Leute. Nochmal die erste Chance nach 15 Minuten. Und natürlich der supermenschliche Torhüter wieder. Was hat der? Ach da. Na gut. Ach ja, ach ja, ach ja. Na komm. Es gibt doch noch mal eine Chance. Wenn ihr was für eure Selbstvertrauen tun wollt, dann müsst ihr mal wieder gewinnen, Leute. Ob das noch was wird? Chancen habt ihr auf jeden Fall jetzt mal, aber ihr macht sie nicht mal rein. Aber Michael Betz, ja! Übermenschlicher Torhüter. Von einer Mannschaft, die wahrscheinlich. Weiß ich nicht, gibt's sie überhaupt? RW Köln-Eil? Ich weiß gar nicht, gibt es die Mannschaft überhaupt? Oh, wieder Ecke. Aber gut.
30 Minuten gespielt, steht noch immer 0 zu 0. Elfmeter in Köln. Gut. Jerome Boateng, super. Du machst mich richtig stolz. Und ich finde es unglaublich, dass nicht mal ein lausiges Tor bis jetzt gefallen ist. Ich verstehe, 41 Minuten gespielt und nicht mal ein Tor. Jetzt endlich mal das erste Tor. Wenigstens einer, der mal hier so einigermaßen mitspielt. Und jetzt ist der Torbann endlich mal gerissen und es steht 2-0 wenigstens schon mal. Wenigstens etwas. Mein Gott. Dass ihr euch immer das Leben selbst so schwer macht, Leute. Ich könnte es doch. Na also. Hier Roberto noch mal. Warum nicht immer so? Noch mit einem 3:0 in die Pause gegangen. Ansprache: Jerome Boateng hat schon Panik, Alter. Und ja, gut. Natürlich alle Spieler von der Bank machen sich jetzt mal auf den Weg. Ah, Glanzparade wieder mal von den Torhüter. Toll gemacht von Shinji Kagawa. Ja, Jerome Boateng. Wenn du so weiter spielst, kommst du noch, wenn nicht da unten aus deiner Panik raus. So, Mladen Petric wird kommen. Naoki Yamada wird kommen. Den Jerome lassen wir noch mal ein bisschen spielen. Vielleicht wird der ja noch mal warm. Paulo Henrique hat auch ganz gut gespielt. Na, was ist los, Gnaden? Tor, sehr schön. Gut. Und Shinji Kagawa mit seiner zweiten Vorlage heute. Sollte zumindest seine zweite Vorlage sein. Martin Seidel. So, jetzt kommt Uchida rein für den guten Jerome Boateng. Und Luis Holtby darf für Shinji Kagawa reinkommen. Atsuto Uchida. Los Leute, ich will wenigstens noch ein paar gute Chancen jetzt von euch sehen, damit ihr vielleicht mal ein paar gute Ergebnisse noch habt. Ich werde jetzt auch mal die letzten Auswechslungen gleich schon mal machen. Also. Dann bekommt wenigstens jeder Spieler eine Note. Die Auswechslung wenigstens überspult mal schnell. Na, kommt hier noch was? Wäre von Vorteil. Köln-Eilstadion.